ein Witz für ein Stück. Guten Morgen, Freunde. Felice hat Geburtstag. Ich bin jetzt alt. But I'm feeling 22. Das ist der Vibe heute. Unser Plan jetzt ist, dass wir in den Café gehen und etwas kleines frühstücken. Und dann muss Felice noch in die Uni. Kriminell. Ich finde, an seinem Geburtstag sollte man alle Verpflichtungen, die man hat, einfach sein lassen können. Und danach, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ich muss Felice euch erzählen. Danach wird hier erstmal eine Runde Pizza schnabuliert. Und ja, wir haben, glaube ich, viel zu viel Pizza gekauft. Aber egal, ich freue mich dann die nächsten Tage einfach Pizza zu essen. Ich meine, es hält sich auch noch. Ja, und später um 8 Uhr, also 20 Uhr abends, haben wir noch einen Tisch reserviert in so einer kleinen Bar, slash Gaststätte, slash Kneipe, ich weiß nicht, wie man es hier nennt. Und dann kommen noch ein paar andere Freunde und dann ordentlich ein über den Durst gedrückt. Spaß. Aber ja, mal sehen. Ich habe einfach einen neuen Beautyblender. Freunde, was sagen wir dazu? Was ist daneben? Ich muss meinen anderen, weiß ich nicht, weil mein anderer stinkt schon so. Ich muss den mal aufschneiden und gucken, ob da sich irgendwas entwickelt hat. Und dann kommen da so Baden raus. Ja, auf jeden Fall, heute ist Montag. Ich dachte, ich mache ein Week in my Life. Deswegen dachte ich, filme ich einfach die Woche ein bisschen mit und ja, schauen wir mal, was wird. Das wird. Meine, letztes Jahr war es einfach so schön. Wir haben hier alle zusammen, Lara, Luna, Ellen und ich, meinen Geburtstag gefeiert. Da habe ich auch einen Vlog. Ja. Guck dir mich an. Und dann einen Monat später, Ellen hat ja ungefähr einen Monat nach mir Geburtstag, sind wir alle zu Ellen gefahren. Stimmt, wir waren alle bei mir. Außer Luna, die war schon in Amerika. Aber es hat einfach alles perfekt so zeitlich gepasst. Wir hatten beide an einem Sonntag Geburtstag, keine Uni. Das war echt perfekt. Ich finde es auch krass, dass wir jetzt in eine Bar gehen, weil ich bin richtig überfordert, weil ich weiß nicht, in welcher Bar ist Montagabends was los. Weil ich habe das Gefühl, sonst muss man sich mit so 60-jährigen Alkoholikern in Nee, gar nicht. Das ist halt, also weißt du, Tübingen ist ja so eine Studi-Stadt. Die ganzen Ü60 Leute schlafen um die Uhrzeit. Und Ellen, da kommen wir auch mal hin. Ja. Da sind wir schon. Wenn ihr euch den Ostsee-Blog angeguckt habt, dann wisst ihr, da sind es gibt immer Phasen. Es ist auch richtig witzig, weil ich habe ja so TikTok hochgeladen zur Ostsee. Da habe ich ja irgendwie so Rentnerurlaub besser als Party quasi. Und obviously, natürlich stimmt das, also nicht, dass wir jetzt auch nicht nie feiern gehen, aber voll viele haben dann so drunter geschrieben so, bin ich die Einzige, die noch feiern geht? Aber geht hier wirklich niemand feiern? So, natürlich gehen wir auch feiern, aber ich liebe einfach auch Rentnerurlaube. Und keine Ahnung, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich, glaube ich, nur noch in der Urlaube machen, anstatt Party. Aber trotzdem enjoy es natürlich trotzdem, manchmal feiern zu gehen. Das ist halt einfach der gute Mix. Der gute Mix macht. Der gute 50-50 Mix. Oder sagen wir mal 70-30. Wir machen uns jetzt erstmal fertig und dann gehen wir ins Café. All the good vibes running through my mind. Positive feeling is on rewind. All the good vibes running through my mind. Heute ist Dienstag und ich fahre gleich wieder nach Hause, nach Darmstadt. Felice hatte gestern Geburtstag, wir hatten einen richtig schönen Abend. Wir machen gerade Frühstück und dann geht es für mich wieder los. Ich habe schon so gut wie alles gepackt. Dafür, dass ich zwei Tage hier war, habe ich wieder viel zu viel mitgenommen. Hallo Freunde, ich bin wieder zu Hause. Schon ein bisschen länger, es ist auch schon fast wieder dunkel einfach. Aber es ist auch gar nicht so spät, es ist 18.30 Uhr und ich bin gerade noch am Arbeiten. Oder ich habe bis jetzt gearbeitet auf jeden Fall. Und gucke gerade nach Flügen für nächstes Jahr Mai. Meine eine Cousine heiratet nämlich und als so Bachelorette Party fliegt man in Italien anscheinend irgendwo hin und geht Party machen. Und die Flüge sind jetzt schon so teuer, es ist einfach Oktober und ich will für Mai buchen und der Rückflug kostet einfach 240 Euro oder so. Also wirklich ridiculous. Deswegen bin ich die ganze Zeit am gucken, wie ich jetzt fliege, damit ich nicht 300 Euro bezahlen muss für meinen Flug. Ich habe jetzt meinen Hinflug schon gebucht, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt lieber noch warten sollte für meinen Rückflug oder ob es dann doch noch teurer wird. Aber kann es überhaupt teurer werden für einen 2,5-Stunden-Flug? I don't know. Die einzige Lösung, die ich bis jetzt gefunden habe, wie es ein bisschen billiger sein würde, wie ich nur 190 Euro bezahlen würde, ist, dass ich mit meiner anderen Cousine nach Mailand fliegen würde und dann eine Nacht bei ihr übernachten würde und dann von Mailand nach Berlin. Das Ding ist aber, ich habe Flugangst und ich will nicht so viel fliegen und dann muss ich erst nach Mailand fliegen und mich dann nochmal in ein Flugzeug setzen und ich hasse das und dann bin ich auch alleine. Die andere Option wäre, dass ich mir ein Hotel in Barcelona hole und einfach eine Nacht länger bleibe, weil der Flug am nächsten Tag ist viel, viel billiger, aber ich will auch nicht alleine in Barcelona bleiben.
Und die Hotels in Barcelona sind auch nicht so billig. Also ob ich mir jetzt eine Nacht mehr kaufe oder einen teuren Flug, macht nicht so viel Unterschied. Naja, mal gucken. Ich glaube, ich buche meinen Rückflug jetzt schon wieder nicht. Das ist bestimmt schon das fünfte Mal, dass ich mich hier ransetze und nach Flügen gucke. Und jedes Mal bin ich so am Damm. Ich möchte einfach bitte 300 Euro geschenkt bekommen und dafür meinen Flug bezahlen, damit ich nicht mit dem Gewissen fliegen muss, dass ich 300 Euro für einen Flug ausgegeben habe. Naja, auf jeden Fall habe ich gestern gar nicht so viel erzählt. Es waren auch echt viele Freunde von Felice da. Felice war noch in der Uni und ich habe ein bisschen mein Video geschnitten. Und dann haben wir Pizza gemacht und Kuchen gegessen und dann sind wir in eine Bar gegangen. Ich war echt ultra müde am Ende. Aber es war echt richtig schön. Also ich glaube, Felice hatte einen tollen Abend. Ich hatte auch einen schönen Abend. Und heute sind wir dann so um 9:30 aufgewacht und so um 10:30 bin ich dann nach Hause gedüst. Ja, und jetzt sitze ich wieder hier. Ich bin auch am überlegen, ob ich ins Fitnessstudio gehe. Da war ich wirklich so lange nicht mehr, weil ich in letzter Zeit so viel unterwegs war und ich habe halt nur ein Fitnessstudio, wo ich in Darmstadt gehen kann. Nein, mir fehlt das Upgrade, um in jedem Gym in Deutschland von dieser Kette ins Gym zu gehen, weil es mir jetzt schon zu teuer ist. Geld würde alle meine Probleme lösen. Nee, aber auf jeden Fall war ich deswegen richtig lange nicht mehr im Gym, weil ich einfach nicht in Darmstadt war. Deswegen bin ich am überlegen, ob ich jetzt gehe. Weil ich glaube, es tut mir echt gut, jetzt nochmal zu gehen und jetzt auch langsam mal wieder in eine Routine zu kommen. Nur irgendwie fühlt sich schon an, als wäre es fast Bettzeit, weil es schon so dunkel ist. Aber ich habe mir auch meine Kerze angemacht. Das ist so eine Woodwick-Kerze und ich glaube, ich habe das schon so oft gesagt, aber ich liebe die. Die haben so einen Docht. Und warte, hört ihr das? Das hört sich einfach an wie so ein Kaminfeuer. Natürlich in kleiner, aber es ist schon irgendwie toll. Ich liebe die einfach. Auf jeden Fall habe ich es mir hier echt gemütlich gemacht und ich habe das Gefühl, ich kann mich jetzt ins Bett legen und einschlafen. Aber ich glaube, um nicht in so eine Routine zu fallen, dass wenn es dunkel ist, ich einfach müde werde und mich ins Bett lege, gehe ich jetzt noch ins Fitnessstudio. Wie gesagt, ich war echt lange nicht mehr und ich gehe auch eigentlich nie regelmäßig. Kurze Real Talk hier. Auf meinem TikTok habe ich ja auch einige Videos, wo ich mich so fürs Gym fertig mache oder so. Auf Social Media generell sieht man ja ultra viele Leute, die so viel Sport machen und es ist ja auch gesund, einfach sich regelmäßig zu bewegen und ich mache gerade echt viel zu wenig. Aber ja, ich möchte den Eindruck nicht vermitteln, als wäre ich hier richtig die Sportratte. Ich habe nämlich so meine Phasen, da gehe ich wirklich so dreimal die Woche und dann habe ich 2 Monate, die ich überhaupt nicht gehe und diese Phasen liegen immer sehr nah beieinander. Also das Leben ist einfach zu viel, als dass ich irgendeine Routine aufbauen könnte. Ich muss da irgendwann mal drüber reden. Aber ich freue mich wirklich, wenn ich wieder nach Berlin ziehe. Nicht nur, weil ich Berlin vermisse. Ich möchte jetzt auch hier nicht so schlecht über Darmstadt reden. Aber es hat auch gar nichts mit Darmstadt zu tun. Es hat einfach was damit zu tun, dass meine ganze Familie, meine Freunde alle nicht hier sind. Also natürlich habe ich hier Freunde, aber ich habe halt noch ganz viele andere Freunde, die ich gerne sehe. Und die meisten sind in Berlin. Und deswegen bin ich immer so viel unterwegs, weil meine ganzen Freunde so verteilt sind und meine Familie halt auch. Und ich bin super gerne in Berlin. Und deswegen bin ich halt so oft nicht in Darmstadt, wo ich eigentlich wohne, dass ich halt einfach gar keine Routine aufbauen kann. Ich wohne Also, ohne Witz, ich habe seit 2 Monaten nicht mehr meine Kosmetiktasche ausgeräumt, weil ich die ganze Zeit unterwegs bin und das ist so, das hört sich jetzt so richtig. Ich will nicht meckern, es ist überhaupt kein Meckern, aber ich freue mich einfach, wenn ich mal wieder so eine Routine aufbauen kann, weil es ist irgendwie anstrengender, sein Leben im Griff zu haben, wenn man die ganze Zeit woanders ist. Ich will nur sagen damit, ich freue mich einfach. Ich finde es auch richtig toll, dass ich so viele Freunde habe, die ich immer besuchen kann und so viel Familie, auf die ich mich immer freue. Ja, ich weiß nicht, so ein bisschen Routine. Auch ganz gut. Habe ich nichts gegen. Und sobald ich sie habe, finde ich es wahrscheinlich wieder scheiße. Also, naja. Ich glaube, ich lackiere mir jetzt nochmal meine Nägel und mache mir die und dann gehe ich ins Gym. Weil ich habe mir die heute bei der Autofahrt einfach abgepult. Das mache ich richtig gerne. Ich glaube, das ist richtig schlecht für meine Nägel, aber ich kann es einfach nicht lassen. Schon 10 Minuten mit meiner Wo-Ist-App meinen Schlüssel gesucht für mein Auto. Ich gehe jetzt nämlich noch meinen Freund abholen. Der kommt jetzt doch noch spontan vorbei und wir gehen was essen. Also bin ich doch nicht mehr ins Gym gegangen. Aber ja, ich hab einfach die ganze Zeit nicht gehört, woher dieser Sound kam. Der hat sich einfach die ganze Zeit verschoben in meinem Zimmer. Ich dachte kurz, ich bin irgendwie... Letzte Outfit. Ich muss mir aber noch eine dicke Jacke anziehen. Es ist nämlich wieder richtig kalt geworden irgendwie. Aber jetzt konnte ich endlich meine dicke Jacke auspacken. Ich glaube, meine Haare müssen jetzt leider einfach so bleiben. Ich habe jetzt nämlich so lange meinen Schlüssel gesucht, dass ich schon wieder zu spät bin einfach. Let's go. Auch wenn noch lange nicht Weihnachten ist, bin ich manchmal
einfach schon in Weihnachtsstimmung, aber das kommt sehr in Schüben irgendwie. Ich bin jetzt auf jeden Fall auf dem Weg zur Arbeit und ja, da bin ich den ganzen Tag und dann fahre ich heute Nachmittag nach Frankfurt zu meinem Freund und chill da. Und ich habe einmal mein Frühstück vergessen. Ich habe mir mein Mittagessen mitgenommen, aber mein Frühstück einfach vergessen zu machen oder überhaupt dran zu denken. Aber Gott sei Dank hat mir Felice gestern noch Kuchen mitgegeben. Und den habe ich eingepackt eigentlich für nach dem Mittagessen, aber ich glaube, den frühstücke ich jetzt einfach. Okay, bye. Good morning. Ich bin gerade nicht zu Hause, sondern bei meinem Freund. Ich bin gerade aufgewacht, aber ganz alleine. Mein Freund ist nämlich beim Friseur, ich weiß nicht wieso. Aber er hat sich am Samstag einfach um 9 Uhr einen Friseurtermin gemacht. Ich habe die letzten 2 Tage nicht geschafft, so viel mitzufilmen. Ich war am Donnerstag arbeiten den ganzen Tag, also richtig unspektakulär. Aber dafür war ich im Gym, weil ich bin ja am Tag davor doch nicht gegangen. Und gestern war eigentlich richtig der schöne Tag. Ich bereue es ein bisschen, dass ich nichts mitgefilmt habe. Ich habe mit meinem Handy ein bisschen was mitgefilmt. Ich war nämlich mit einer Freundin Pottery Painten in Frankfurt. Da war ich schon mal in diesem Laden und es ist richtig cool. Ich finde das so toll irgendwie. Die haben da richtig viel Auswahl, was man sich aussuchen kann, was man anmalt. Meine Kamera ist gerade ausgegangen. Ja genau, wir waren Pottery Painting bei Made by You in Frankfurt. Ich hatte das meiner Freundin zum Geburtstag geschenkt, weil ich war da letztens erst und ich finde es richtig cool. Ich habe eine Espresso-Tasse für meinen Papa angemalt und ich habe auch eine Bowl angemalt, weil letztes Mal hatte ich mir so eine Tasse gemacht und diesmal habe ich mir die passende Bowl dazu bemalt. Und danach waren wir noch was essen und haben einfach ein bisschen gequatscht. Und dann bin ich nach Hause und habe eigentlich nur noch gechillt. Not gonna lie. Ja, aber das waren meine letzten 2 Tage. Heute ist Samstag. Und ich mache mich gerade fertig, weil wir gehen gleich in die Bib in Frankfurt. Fun Fact, ich war wirklich noch nie in der Bib. Ich war einmal bei uns in Darmstadt in der Bib wegen einem Dreh, aber auch nicht um zu lernen. Und sonst war ich wirklich noch nie in der Bib. Ja, aber wir haben beide noch ein bisschen was zu tun. Ich muss dieses Semester noch ein bisschen organisieren. Ich bin echt ein bisschen zu entspannt gestartet und habe ein bisschen was nachzuholen. Einfach organisatorisch, welche Kurse ich jetzt noch besuchen kann. Weil ich brauche noch 2 Kurse, die ich dieses Semester auf jeden Fall belegen muss. Und ich hoffe, ich komme noch irgendwo rein. Ich dachte eigentlich, ich muss dieses Semester keine CPs mehr machen, dass ich schon alle habe. Und die ich noch brauche, quasi jetzt noch am Machen bin. Also ich habe gerade noch so 2 Ongoing-Kurse, mit denen ich die kriege. Aber ich brauche mehr CPs, als ich dachte. Mir fehlen mehr CPs, als ich dachte. Deswegen muss ich mich darum heute mal kümmern und ein paar E-Mails rausschreiben an Profs und gucken, welche Kurse ich belegen kann, damit ich das auf jeden Fall noch dieses Semester schaffe. Ja, auf jeden Fall stresst mich das gerade, weil eigentlich bin ich nicht so der Typ, der so unorganisiert ist normalerweise. Und ich muss diese Kurse jetzt irgendwie noch hinbekommen, also ich muss irgendwo noch reinkommen und ich hoffe einfach, dass ich es hinbekomme. Deswegen, ich glaube, heute muss ich ein paar E-Mails rausschicken an die Profs und dann hoffe ich, kriege ich nächste Woche irgendwie Bescheid, dass ich noch in Kurse gekommen bin. Naja, mal sehen. Also ich bin sehr gespannt auf die Bib. Ich hoffe, es gibt da guten Kaffee. Wir sind wieder back aus der Bib. War auf jeden Fall ganz cool. Ich glaube, ich gehe jetzt öfter dahin. Weil man sich auf jeden Fall konzentrieren muss, weil alle leise sind. Das ist so unglaublich leise. Wir gehen jetzt noch schnell einkaufen. Ey, ich war auch mit unter den Regenschirm. Und machen uns dann Essen zu Hause. Und heute Abend treffen wir uns noch mit 2 Freunden und gehen, glaube ich, in eine Bar. Zurück zu Hause, wie man vielleicht schwer erkennen kann. Ich räume jetzt noch ein bisschen auf, weil hier liegt noch so viel Zeug rum. Ich bin irgendwie noch gar nicht dazu gekommen, das aufzuräumen. Und ich gucke ein bisschen Gilmore Girls nebenbei, um es so ein bisschen schöner zu machen. Ich habe echt gar keine Lust, gerade aufzuräumen. Ich habe schon unsere Küche in der WG geputzt, weil ich dran war. Und jetzt will ich mein Zimmer wenigstens noch ein bisschen gemütlich machen und aufräumen. Und dann was essen und dann muss ich auf jeden Fall dieses Video schneiden, weil es müsste morgen online kommen. Und ich hatte mein Kartenleseding nicht dabei, deswegen konnte ich das noch nicht schneiden. Deswegen muss ich das unbedingt heute und morgen machen. Aber morgen habe ich Gott sei Dank nichts vor. Also ich habe den ganzen Tag frei. Sehr geil. Richtig lange nicht mehr passiert, dass ich einfach so in der Woche einen Tag frei hatte. Deswegen darauf freue ich mich auch richtig, aber ich muss jetzt erstmal hier ein bisschen aufräumen. Ich bin jetzt fertig mit Aufräumen und habe mir ein Salatchen gemacht zum Abendessen, weil ich habe relativ spät noch Mittag gegessen. Und ich gucke jetzt noch ein bisschen weiter Gilmore Girls. Bin gerade richtig into Gilmore Girls. Ich hatte es schon mal irgendwann durchgeguckt, aber vor so 3 Monaten habe ich wieder angefangen
das nochmal zu gucken. Und jetzt bin ich bei Staffel 6, aber noch relativ am Anfang. Also ich habe noch Staffel 6 und Staffel 7 und dann gibt es ja noch diese kleine Miniserie quasi, die dann noch extra gemacht wurde. Und dann bin ich auch schon wieder fertig damit. Aber ich liebe das einfach so im Herbst Gilmore Girls zu gucken. Es passt einfach immer so gut. Heute war auch Zeitumstellung. Die Uhr wurde, glaube ich, eine Stunde zurückgestellt. Also wurde es heute auch schon richtig früh dunkel. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, wieso es so dunkel ist. Aber ja, for obvious reasons. Und ich liebe es eigentlich, dass es so früh jetzt dunkel wird und dass man sich so zu Hause cozy machen kann. Und auch dieser Geruch in der Luft, wenn es so kalt ist. Ich probiere mir das so lange wie möglich aktiv beizubehalten, dass ich mich freue darüber, weil wir wissen alle, der Winter kann ganz schön deprimierend sein. Ich glaube, dieser Punkt wird auch kommen, an dem ich es nicht mehr cool finde. Aber noch finde ich es richtig schön. Es ist auch legit erst 18.30 Uhr und es fühlt sich einfach an, als könnte ich gleich ins Bett gehen. Naja, ich esse jetzt erstmal was.